André, schau mal. Du bist echt gut. Er hat eine gute Idee jetzt. Wir machen es so. So. Ich habe dieses Theaterstück angedacht, um Jugendlichen eben eine Stimme zu geben, geflüchteten Jugendlichen, weil ich das in meinem Unterricht eben tagtäglich erlebe, wie viel die an traumatischen Erfahrungen einfach mit sich rumschleppen und wie wenig Zeit übrig bleibt, darüber mit bestimmten Personen einfach sprechen zu können. Ich selber mache jahrelang Theater und wollte ihnen eben eine Stimme geben, indem ich einen Projektmittelantrag gestellt habe, als Theater AG mit einer abschließenden Aufführung. Und warum verliebt er sich in den Mond, der ihm nicht helfen kann? Warum fragen Sie das nicht den Leopard? die Personen aus unserer Theater sind alle, also von unserer Theater sind alle Flüchtlinge. Und wahrscheinlich hier ist nicht Heimat von diesen Leuten, weil die kommen aus außer Deutschland und wahrscheinlich haben auch viel mehr Probleme als eine Deutsche. Und deswegen müssen sie das zeigen, in Tatisch. Und das gefällt mir. Man zeigt das. Ja. Ich glaube, es ist cool. Ich habe am Anfang sehr viel Spiele gemacht, freie Spiele. Bin dann langsam rüber zum biografischen Theater, habe Szenenanlässe geschaffen. Einfach nur eine Vorgabe, wie zum Beispiel die Frage, hey, was würdest du jetzt in deinem Land um diese Uhrzeit genau machen? Und daraus entstanden improvisierte Szenen, ausgehend von den Schülern. Die ganzen Ideen kamen von ihnen. Und alles, was ich gemacht habe, ist das schriftlich zu fixieren. Und dann? Und dann sage ich, okay, was für ein Name? Und dann, er sagt, ach, okay, mein Name ist Sam. Und der Polizist, sobald er kommt, ist große Panik im Auto. Und dann steht hier, plötzlich läuft ein Mädchen vorbei. Da läufst du hier raus, einmal so und wieder rein. Ne? Ich will auch das machen, weil ich mag es hier, mein Herz. Aber es ist ein bisschen schwer mit der Sprache, weil ich kann nicht so gut sprechen Deutsch. Aber das hilft mir sehr. Wir kommen von Dreisat. Theater entsteht ja immer gemeinsam und immer in der Gruppe. Und da müssen auch alle was reingeben. Da gilt es sich an Zeiten zu halten, dass man zu der Probe kommt, dass man seinen Text lernt, dass man sich an Termine hält. Und das war die ersten Monate tatsächlich sehr anstrengend. Kannst du da an einem Tag proben nächste Woche? Das wäre sehr wichtig nächste Woche, am besten Montag. Ja, ich kann jeden Montag auch kommen. Weil Montag ist der beste Tag, da haben alle früher Schule aus, außer du und Ferry nächste Woche bei Frau Müller. Aber ich spreche mit Frau Müller, dass ihr ein bisschen früher kommen könnt, vielleicht. Und hinter 1000 Stäben keine Welt. Ja, du musst schauen, dass du das dem Publikum, dass du sie anschaust, dass die das Gefühl, dass das richtig rüberkommt, ne? Also Ferry hat die Kostüme schon gesehen, ne? Ich trage das. Oh Mann, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es wird nur so lustig. Ich weiß nicht, was ich sagen. Okay, Schaffi. Frau Frosch klären von uns gut und nicht mit etwas einfach, mach schneller und so. Sie macht alles langsam, sie erklärt von allen. Und sie kann auch, manche kann Deutsch und manche, wie ich jetzt, kann ich nicht Deutsch gut. Sie gibt auch ein bisschen leicht Szene, aber das gefällt mir sehr. Ihr seid ja die Moderatorin bei dieser Szene von Bijan Moffitt, ne? Also sämtliche Szenen kamen von den Jungs selbst und das ist mir eigentlich das Allerwichtigste. Natürlich bin ich auch froh, wenn einige sich weiter in kreatives Schaffen reinarbeiten. Ich versuche aber auch allen zu erklären, dass das für den Broterwerb nicht reicht. Hallo? Warte. Ja, ich bin jetzt in Sudan, aber die wollen Geld. $1,600, ich soll bezahlen. Bitte, sie haben eine Waffe, ich muss bezahlen, du musst mir helfen, bitte. Papa? Die
die Begegnung, das offene Gespräch ist das Wichtigste bei Integrationspolitik, also in Sachen Integrationspolitik überhaupt. Ja. Und das merke ich auch an anderen Integrationsarbeiten oder Projekten. Aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen ohne Messer hier, ganz ehrlich. Ja, aber diese Seite ist noch schwieriger, weil die Kleber hat. Hast du Mut? So. Ja, Chef. Ja, ich will. So bleibt. Aber nicht warm. Noch. Also, wir wollen wieder die Nazis an die Macht. Musik? Okay, Drama. Komisch, ich höre die Lachen. So nicht, ne? So. Geht das so? Ja, so. Nee, so sieht. Leute, immer, nee. Ich will diese Theater glaubt, weil es gibt viele Bedeutung in diesem Theaterstück. Es gibt aus Syrien, aus Libyen und Iran und ja, man nimmt was mit. Finde ich super. Für Bija Moffitt, wie findet ihr das? Cool. Für Bija Moffitt eigentlich ganz cool, ne? So, jetzt passt mal auf, es wird noch viel lustiger. Es gibt echt sehr lustige Kostüme. Es geht um die Frage, wer sind wir? Charos. Und es geht um die Frage, was es bedeutet, eigentlich Mensch zu sein. So, Charos und Nosen, du musst doch mitspielen. Wie begrüßt man sich auf Persisch? Was sagt man da? Salam. Salam, okay. Also du sagst Salam und sprichst. Wer seid ihr? Findest du die Szene auch so komisch? Jeder wird arbeiten. Also man kann sagen, nicht alle, aber die viele, ne, die wollen arbeiten, sie sind zu hier gekommen zum Arbeiten und eine neue Zukunft bauen. Ne, und alle sind nicht dumm und schlecht. Ja, und ich will das nehmen, dass alle sind auch Menschen. Ich weiß nicht, wer diesen Video sieht, aber ich will zeigen. Bitte schau nicht auf die Hauptfarbe oder die Augenfarbe oder keine Ahnung, Dialekt oder woher er kommt oder welche Kultur hat oder welche Situation hat, weil es ist völlig egal. Wir sind echt in 2018 und man nennt Deutschland erste Welt, also man sagt, Irak, Syrien und Iran ist die dritte Welt, ne? Weil die sind arm und sie haben keine Technologie, aber das ist auch stimmt nicht. Ne? Aber es ist Wurst. Ich wollte nur das sagen. Ne? Man muss sich ändern. Und eigentlich Mensch zu sein ist am wichtigsten. Nicht Hauptfarbe oder Augenfarbe oder Haarenfarbe. Ne? Eigentlich Mensch zu sein. Verhalten ist am wichtigsten. Ja. Okay. Sauer. Sauer! Es ist eh dunkel. Du bist nicht Mohammed Ali. Du bist. Okay. Ah, das ist eine Zahl! Ständig! Ah, noch nicht mit Zahl! Nein! Aber kreatives Schaffen, was Kreativität eigentlich für das Leben bedeutet, was man daraus ziehen kann, dass man wieder Vertrauen ins Leben hat, ja, das sind so die Sachen, die mir eigentlich am wichtigsten sind. Kannst du meine schwarze Hose nehmen? Das ist kaputt. Na, die sind für die beiden. Du kannst eine andere Schwarze. Oder du kannst eine Jeans, finde ich, geht genauso. Genau. Hand drauf, weil es hier so hell ist, aber. Woher kommst du mal eigentlich? Aus Korea. Ja, gut. Niemand übt jetzt Kritik. Es geht nur ums Lesen. Es ist nur Lesen. Erst einmal nur Lesen, um
den Text zu kennen. Ich habe Angst, dass mein kleiner Bruder lacht, aber ich lache auch mit. Das habe ich alles im Griff. Das ist eine schwere Frage. Also unser Team ist sehr gut. Bis jetzt, wir haben keine Probleme und sowas. Und ich bin mir nicht 100% sicher, dass es klappt. Also ich bin mir 80 oder 85% sicher, dass es klappt. Mann, geh rein, ich hab kein Guthaben. Ja, ich bin in Zulan jetzt. Die wollen Geld. $1,600. Bitte, die haben eine Waffe. Ich muss das bezahlen. Bitte, Bauer. Mein Freund kann nicht bezahlen. Wir haben kein Geld. Bitte tut mir nicht. Ich kann arbeiten. Gib mir das Handy. Ich muss mit Chef sprechen. Und? Können Sie bezahlen? Die können bezahlen, aber er nicht. Warum? Ich habe darin war ich sehr trotz normaler Television gehört, dass Iran Salah Hastei hat. Was ist denn hier das Fake News? Was ist denn hier das Fake News? Was ist denn hier das Fake News? Ich kenne die Fake News. Ich kenne die Fake News. Ich kenne die Fake News. Hey, was bist du für ein Reporter? Du müsstest doch wissen, die Nachrichten überall auf der Welt nicht immer die Wahrheit sagen. Hast du von Fake News gehört? Ja. Hey, du warst noch nie im Iran, oder? Hast du keine Ahnung, wie es dort ist? Sie kommen näher. Hörst du sie? Hörst du ihre Knurren? Das Pusseknurren? Ihre großen, scharfen Zähne? Hilf mir! Bring mich weg von hier! Weg von hier! Wie ich wegbringen? Wo soll ich dich hinbringen? Ich bin selbst auf der Flucht. Ein unwillkommener Gast auf dem Staub deiner Erde und nirgendwo. Ich habe für mich einen Platz gefunden. Ein Ort für mich. Einen festen Platz, an dem ich mich ausruhen kann. Es gibt keine Tür, die sich mir öffnet. Also, wie soll ich einen Gast einladen? Wie lange warst du? Eine Stunde. Eine Stunde? Ja. Was willst du machen? Mach doch auch Omelette. Weil ich buche vor die nächsten 3 Tage. Weil so weniger Platz ist. Mein Vater hat seine Firma verloren. Und seine Autos auch. In anderer Stadt lebten wir mit einer Familie in einer Zimmerwohnung. Auch dort war es nicht sicher. Wir durften nicht nach draußen gehen, wegen der Bomben. Es gab keinen Strom und kein Wasser mehr.
wir können nicht wissen, ob die Doku etwas verändert kann, aber, weißt du, wir können damit den Leuten zeigen, ganz persönlich, Mensch zu Mensch, was ihnen eigentlich passiert ist. Und das ist etwas Gutes. Schau mal, wie nass ich bin. Ganz nass, ne? Aber ich glaube, 5 Kilogramm habe ich abgenommen. Nee, ich glaube nicht. Also gerade die Stellen mit den Geschichten war es immer sehr, sehr schön. Sehr gut, also wir haben das endlich geschafft. Das war sehr, sehr schön mit den Leuten. Also die waren echt stark. Ich wusste nicht, dass die endlich das schaffen kann. Aber die haben das geschafft. Und du bist super über deinen Texthänger drüber. Herausragend sind die professionelle Umsetzung und die Intensität, mit der sich alle Beteiligten in den Prozess eingebracht haben. Den CC Buchner Preis für ein weiteres bewundernswertes Modellprojekt erhalten die staatlichen Berufsschulen 2 und 3 in Bamberg mit Wer sind wir? Einem Theaterstück von und mit geflüchteten Jugendlichen in Kooperation mit Therese Frosch. Herzlichen Glückwunsch! Wir hatten eigentlich eine lustige Gruppe, eine freundliche Gruppe, das war sehr, sehr, sehr interessant. Ich finde das unglaublich perfekt. Wenn mein Deutsch besser war, würde ich lieber nochmal Theater machen. Eine neue Theater. Also wenn dein Deutsch besser wäre, dann würde sie gerne noch eine Theater machen. Ja, lass mich. Konjunktiv 2. Wenn wir noch eine andere Theaterstück machen müssen, warum nicht? Wenn dieses Thema richtig interessant ist, dann machen wir mit. Ja. Genau wie Wer sind wir, das war auch ein gutes Team und deswegen habe ich Lust, dass ich Lust echt mit meinem Gefühl zu machen. Mhm. Das war echt super geil.